Spontan. 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 Spontan natürlich. Werden Sie die Fußball-WM ein bisschen mitverfolgen? Ja, freilich. Klar. Das heißt, wirklich auch in der Nacht aufstehen? Ja, Public Viewing. Aber draußen in Deutschland. Ja, freilich werden wir es mitverfolgen. Wir haben einen Fernseher da, da können die Leute schauen. Eigentlich schon, ja. Weil es an der größten Events der Welt ist. Und ich bin ein fußballbegeisterter Mensch und dadurch werde ich das sicher zuschauen. Werden Sie die WM ein bisschen mitverfolgen? Welche WM? Die Fußball-WM. Ist Musik auch dabei? Ist Musik dabei, vor allem bei der Eröffnung. Dann könnte es sein, dass ich das auch beobachten werde. Bewerten Sie dann die musikalischen Leistungen oder die am Fußballfeld? Mehr die musikalische. Naja, nachdem heuer die Übertragungen so spät sind und ich um 10 Uhr zusperre im Schnitt, kann ich mir das noch mit Ruhe um 22 Uhr anschauen. Ne? Ja, immer nicht. Ab und zu, wenn ich Zeit habe, wenn ich nicht einschlafe. Auf alle Fälle, mein Mann tut das hundertprozentig, weil er ist ein totaler Fußballfan. Und Sie müssen dann mitschauen oder schauen Sie freiwillig mit? Ich habe meinen eigenen Fernseher. Da kann ich schauen, was ich will. Wie machen Sie das, nachdem ja doch die Spiele relativ am Abend oder in der Nacht sind? Das heißt, Wecker stellen und nochmal aufstehen oder durchhalten? Nein, ich werde durchhalten, glaube ich. Das wird schon hinhauen. Mitten in der Nacht, das ist spät. Da schauen wir es nicht an. Nein, nein. Warte, wie besonders tun. Ich habe sowieso bis 23 Uhr das Geschäft offen und dann fahre ich heim und schaue mir die restlichen Spiele an. Wie machen Sie das dann mit dem Geschäft am nächsten Tag? Ich habe schon einen Sohn, der im Geschäft ist und dadurch habe ich es da ein bisschen leichter. Sie als Deutscher, da liegt die Frage auf der Hand, wer wird Fußball-Weltmeister? Brasilien. Nicht die Deutschen? Da sind wir zu schlecht. Ja, es ist natürlich sehr schwer in Südamerika natürlich zu favorisieren. Argentinien würde ich sagen und Brasilien. Wie schaut Ihr Tipp aus? Wer wird gewinnen? Brasilien, Deutschland. Warum sind Sie sich da so sicher? Ja, im eigenen Land. Ich habe keine Ahnung, aber wahrscheinlich Brasilien. Brasilien oder Deutschland? Die Kamerun sind ganz stark. Ja, ja. Aber ich denke schon Brasilien. Es gibt viele Möglichkeiten. Brasilien. Die werden es werden. Ich glaube.